Tag drauf, bin ich dann weiter auf Straßburg. Am Straßburg bin ich ungefähr um 3 Uhr am Nachmittag gewesen. Und dann habe ich eine Bestätigung bekommen für Karlsruhe, für Arome Couchsurfing, wegen mit zwei Typen und eine Frau, die noch im Spital war. Es war 3 Uhr am Nachmittag und die Distanz zwischen Karlsruhe und Straßburg war ungefähr zwischen 80 und 90 Kilometer. Und davor habe ich nochmal 30 gemacht. Also an diesem Tag habe ich insgesamt 125 Kilometer gemacht, aber es war alles flach und relativ einfach. Und das Wetter war auch nicht zu heiß, also super gut gegangen. Ich habe noch einmal geschiffen, ich habe noch einen Blitz eingefangen. Hoffentlich ist er auf der GoPro drauf. Also eingefangen. Ich habe Blitz gesehen, einschlagen. Und die GoPro war immer drauf gerichtet. Und mit ein bisschen Glück ist die auch noch drauf. Ja, ist gut. Dort angekommen. Am 9. bin ich. Ungefähr um 8:30 bin ich angekommen. Oder? Ja. Und kurz die Leute kennengelernt. Und das Papier gegeben. Super gewesen. Dort übernachtet. Und am nächsten Tag hat es gerade eine Stadttour gegeben.